Guten Tag und herzlich willkommen. Heute gibt es auch wieder mal eine neue Orakelform für dich, und zwar Regenbogen-Orakel für den kommenden Monat. Sei gespannt, was bei dir alles passiert. Und hier ist dein Orakel für den Monat, Regenbogen-Orakel. Was passiert in dem kommenden Monat? Ich habe mehrere Karten gezogen, also die erste Karte heißt Hemmung. Lass alles laufen und sei locker, steht auf der Karte. Also vergiss alles, was war, schau in die Zukunft und konzentriere dich am besten eigentlich in deine Gegenwart. So verlierst du Hemmungen. Die zweite Karte für diesen Monat steht für Abwarten. Eile dich nicht, warte ab. Also man sollte ab und zu Zeit für sich selbst nehmen. Das ist der Rat der Karte. Die nächste Karte steht für Veränderung. Und zwar Veränderung, die in diesem Monat passiert, kann auf alle verschiedenen Bereiche natürlich auch bezogen werden. Nichts bleibt stehen. Alles ist in Bewegung in deinem Leben und du merkst es auch. Also gehe mit dieser Bewegung nach vorne. Schwangerschaft oder Schwanger steht auf der Karte. Das ist die nächste im Bunde, und zwar Neuanfang und das Loslassen sind deine Themen. Ja, vielleicht lässt du etwas los aus deinem Liebesbereich oder aus dem Arbeits- und Jobbereich oder vielleicht einfach nur in deinem Kopf sortierst du deine Aufgaben. Und Neuanfang ist immer was Gutes, denn es bringt Erfolg. Ausnutzung. Da musst du echt ausgucken, wer dich ausnutzt. Also du musst echt ein bisschen analysieren. Ärger kann kommen. Wenn du nicht aufpasst, steht auf der Karte. Und die Ausnutzung kann passieren, wenn du nicht aufpasst. Und heißt eigentlich, du musst nicht ausgenutzt werden. Wenn du aufpasst, kommt diese Ausnutzung gar nicht zustande. Also schau dich richtig um. Wer tut dir gut und wer nicht? Die nächste Karte steht für Therapeuten. Therapeut ist jetzt nicht nur ein Therapeut in dem Sinne, sondern eigentlich ist mal jeder für sich selbst ein Therapeut. Hole einen Rat von dem, der Ahnung hat von der Situation. Also heißt, du kannst Rat von einem Freund holen, du kannst auch einen Rat bei einem Berater holen, der quasi dir auch zeigt, wie es weitergeht. Und die Ergebniskarte, das ist eigentlich die wichtigste überhaupt in dieser Legung, ist die Karte der Liebe rausgekommen. In dein Leben kommen Glück in der Liebe und neue Menschen, steht auf der Karte. Also freue dich schon drauf und sei gespannt. Alles Gute für dich. Ciao, ciao. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann like es gerne oder teile mit deinen Freunden. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Valentinze.